Merch Talks, das werden wir heute weiterführen. Wir sprechen über ein paar spannende Dinge hinter den Szenen von ISIF in Zürich. Und heute habe ich bei mir den Stefan Kunz. Hallo. Stefan Kunz, schön bist du mit mir da heute Dankeschön. Morgen. Ja, Stefan, du bist nicht nur ein sehr guter Freund von mir, du bist auch ein kreatives Genie für mich. Du machst unglaublich viel Wunderbares und du bist maßgeblich beteiligt auch gewesen in dieser Zeit jetzt, damit Kirche am Puls der Zeit bleibt, weil Kirche neu erleben, das ist unser Claim, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Kirche neu erleben, aber du weißt, das was heute neu ist, ist morgen alt und deswegen überlegen wir uns immer wieder, wie sollte Kirche heute sein, damit sie Menschen erreicht. Und Stefan, du warst dabei in diesem Prozess, den wir gestartet haben, gerade in dieser Corona-Zeit, uns Gedanken zu machen, wie können wir den Sonntagabend im Speziellen weiterentwickeln? Was gibt es da für neue Formate? Nimm doch uns ein bisschen mit rein, was hast du eigentlich gemacht dabei? Was war deine Rolle oder was machst du im Moment? Ja, in der Corona-Zeit durfte ich natürlich sehr viel mich eingeben in diese Kirche. Also ich hatte viel Zeit, mehr Zeit auch mit meinem Business. Und eben ich liebe halt, genau wie die digitale Revolution halt Firmen verändert hat, glaube ich auch Corona ist eine mögliche Chance, um uns im digitalen Zeitalter auch reinzugeben. Also wie verändert sich die Kirche? Und dass es nicht nur jetzt eine momentane Veränderung gibt, sondern eine langfristige Veränderung, ja, die wir jetzt nutzen können als ein Sprungbrett, um in etwas Neues reinzukommen. Also eben, weil wir jetzt gezwungen wurden, live zu streamen, Leute zu Hause erreichen, genauso wie ihr jetzt gerade das zuschaut, war das für mich halt die Frage, wie können wir Leute zu Hause erreichen, wie können wir diese Experience verbessern, mhm, und halt durch sehr viel Rantasten versuchen, andere Sachen anders zu machen, ja, neue Wege zu finden. Es ist spannend, wir sind in einer Zeit, wo noch nie so viele Generationen haben parallel gelebt wie heute. Man sagt, 5 Generationen leben heute gleichzeitig in unserer Gesellschaft und das hat auch einen Einfluss auf uns als Kirche. Wir merken beispielsweise, dass wir unsere Angebote, unsere Gottesdienste, unsere Celebrations am Sonntagmorgen anders gestalten müssen als den Sonntagabend beispielsweise. Und du hast so die Gen X, du hast die Gen Y, die Gen Z und die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Herangehensweisen und die ticken ganz anders und was bist du eigentlich? Bist du ein Millennial, oder? Ich glaube, ich bin ein Millennial. Ich weiß es nicht mal selber, was ich genau bin, aber schlussendlich ist ja nicht genau wichtig, welche Bezeichnung man für sich hat, sondern wie fühlt man sich oder was macht man daraus? Vielleicht kannst du ein bisschen uns mitnehmen, so behind the scenes, du bist stark involviert am Sonntagabend auch, wo wir vieles Neues im Moment rausprobieren, viele Programmpunkte über den Haufen werfen von dem, was wir am Morgen machen. Was sind so ein paar Dinge, von denen du besonders begeistert bist, von dem, was wir am Sonntagabend im Moment machen? Ich glaube, wir haben eben eine unglaubliche Freiheit, neue Sachen auszuprobieren, eben neue Sachen zu testen. Sonntagmorgen ist mehr unser Format, wo wir eben fest bleiben, wo wir eben das gut umsetzen wollen. Und am Abend haben wir eben diese Freiheit, neue Songs auszuprobieren, ein bisschen verrückter zu sein, also auch Games zu machen in der Pre-Show, eben die ganzen Formate zu drehen, weil wir eben dort diese Flexibilität bekommen, auch von der Leiterschaft, ja, her, dass wir da auch diese neue Sachen ausprobieren. Also es ist wirklich verjüngertes Programm, für Jüngere in Maß geschneidert und eben damit wir genau diese Generation erreichen können. Du sprichst es an, es ist essentiell, dass wir als Kirchenleiter auch Raum schaffen, damit eben Innovation kommen kann. Ich liebe das an Leo. Leo ist ein Mann, der seit jeher sich eben diese Frage stellt. Wie kann Kirche am Puls der Zeit sein? Und wir erleben da wirklich viel Spannendes im Moment. Probieren wir zum Beispiel viel mehr neue Leute auch mit zu involvieren. Wir versuchen mit den MC-Formaten zu spielen. Wir versuchen mehr interaktive Formate aus, eben zum Beispiel mit Slido. Gibt es da vielleicht ein paar Dinge, von denen du sagen kannst, das funktioniert wirklich gut? Also ich glaube, momentan dürfen wir uns noch nicht zu fest fokussieren, auf was wirklich funktioniert, weil es noch zu kurze Dauer ist. Und wenn man sich sobald zu fest vertieft auf etwas Bestimmtes, also auch Pre-Show-Format, dieses Talk-Format oder so, das sind Sachen, die wir jetzt austesten und wo, ja, wir viel testen wollen. Und wenn es danach sich langfristig auch eben, wir fühlen uns gut dabei, wir merken, es resoniert gut mit unserem Publikum,
genau in den Momenten können wir damit weiterfahren. Also lieber viele Sachen austesten, viele Fehler machen, ja, auch immer etwas wichtig. Neues probieren. Mhm. Also meine eigene Devise ist immer einen Schritt zufügen zu allem, was man macht. Damit lernt man natürlich immer wieder was Neues dazu. Also wir probieren hier was aus, wir setzen es um, wir versuchen halt auch eben bewusst auch Fehler einzugehen oder Fehler zu getrauen, ja, zu machen, damit wir eben davon lernen können und damit wir auch eine Basis haben, auf welche wir auch wieder aufbauen können. Ja, absolut. Und ich glaube, etwas, was ich liebe am Stefan hier ist, jemand, der pusht uns immer wieder einfach Dinge zu probieren, ohne lange Vorbereitung, ohne lange testen und machen, sondern einfach mal drauf los. Und ich liebe das an dir, Stefan. Du bist wirklich eine Inspiration, in dem auch dieses Format hast du mit initiiert und ich bin begeistert von dem, was einfach Gott auch gerade in dieser Corona-Zeit am Tun ist, um wirklich Kirche vom Format her auch weiterzuentwickeln. Und vielleicht bist du jemand, der in deiner Kirche mit involviert ist, im Youth-Bereich, oder vielleicht bist du sonst ein Leiter oder ein Pastor sogar und schaust heute zu, oder du merkst, das ist ein Thema, wo du als Kirche auch Interesse hast. Und wir werden am 24. September werden wir einen ICF Network Day machen, wo wir uns genau diesem Thema stellen werden. Wir werden darüber diskutieren, wie sieht die Kirche aus für die nächste Generation und wie können wir diesen Moment jetzt nutzen, um einfach kreativ Dinge auszuprobieren. Was funktioniert? Wir wollen zusammen austauschen. Wir haben unglaublich interessante Speaker dabei. Wir werden über Kids sprechen, wir werden über Youth sprechen. Wir werden live eine Session dort auch transformieren in ein neues Format. Das ist unglaublich spannend. Und wenn das etwas ist, das sich jetzt anspricht, oder du weißt, vielleicht dein Pastor sollte dort unbedingt dabei sein, dann nimm das noch mit. Du findest die Infos auf isf.church/networkday. Oder sonst googelst du es einfach. ICF Network Day am 24. September live hier vor Ort in Zürich und online natürlich. Wir machen ja alles jetzt mittlerweile hybrid. Immer. Außer eben gerade die Chance zu nutzen, beide Sachen gleichzeitig zu machen, weil wir das eine sowieso machen, warum nicht gleich das Hybrid umzusetzen? Absolut. Das ist eines unserer größten Takeaways. Übrigens auch die Ladies Lounge machen wir auch hybrid. Perfekt. Dieses Jahr. Und danke vielmals, dass du noch dabei warst. Wir wünschen dir Gottes Segen und bis nächsten Sonntag. God bless you.